Und weiter geht es mit einer brutalen Folge von If Sun Sets. Ja, wir haben ja in der letzten Folge ultra verschisselt, sage ich mal. Ich habe jetzt ganz viele Äste und so weiter besorgt und wir haben jetzt extrem, extrem viele Fallen um die Base. Wir müssen es eigentlich schaffen, ja? Eigentlich rein theoretisch müssen wir es jetzt schaffen. Ich hau mir jetzt auf jeden Fall noch mal ein bisschen Essen rein, damit wir hier ein bisschen Bonuseffekte haben. Dann einmal noch das hier. Und ich glaube, Pilze geben uns auch noch mal hier ein bisschen was. Generiert sich schneller. Gut, wir werden sehen. Drücken wir die Daumen. Kommen die rein oder? Ja, ich glaube, das sollte kein Problem mit sein. Aha, entspannt. Hätten wir einen Bogen machen sollen. Alles klar, so kommen die nicht rein. Wunderbar. Genau so muss es doch laufen, Leute. Genau so. 5 Minuten geht das Ganze dann. Ich glaube, ich würde dann einfach mal einen Cut machen und wenn es spannend ist, dann hole ich euch wieder zurück. So, Leute, wir haben die Nacht fast komplett überstanden und ich musste gar nichts machen. Also, wir haben auf jeden Fall diesmal fleißig Fallen ausgelegt. Das hat sich auf jeden Fall alle Male gelohnt. Sonst wäre es nicht möglich. Sonst wäre es nicht möglich. Deswegen werden wir jetzt den Kram gleich hier einpacken. Sobald das hier fertig ist. Alles klar. Alter. Boah. Alles klar. Was? Wähle deine Beute. Erhalte zusätzliche Feenerfahrung. Also zusätzliche Kutuaga-Fragmente, keine Ahnung. Ein unscheinbares Accessoire, das hast, was hastig aus natürlichen Ressourcen hergestellt wurde. Ich würde sagen, das klingt ganz gut. Die Fee pimpen. Alles klar, das war der erste Tag. Ja. Das hätten wir vorher so machen sollen. Aber wir hatten zu wenig Äste. Jetzt hatten wir endlich mal Äste und das hat ja direkt einen Unterschied gemacht, ne? Autsch. Also, wir reparieren erstmal den Kram hier, würde ich sagen. Ich habe gar kein Holz mehr. Oh. Warte mal, wir können ja erstmal hier den Kram so ein bisschen weghauen und erstmal einpacken. Wir werden ja eh noch Holz wieder sammeln, deswegen passt das schon. Also, wir haben auch Säbel bekommen, ganz viele. Und die sind auf jeden Fall besser als meine Waffe. Das ist schon mal ganz gut. Verbesserung können wir auch draufhauen, aber wie machen wir das denn? Zerlegen? Was ist, wenn wir einen zerlegen? Was kriegen wir raus? Was habe ich bekommen? Feuerstein? Nee. Wir zerhauen den hier mal. Die Knüppel brauchen wir nicht mehr. Dann hauen wir den anderen Kram hier mal, die Waffen erstmal hier rein. Wir haben noch genug Platz. Wir müssen jetzt nicht hier unbedingt was hier einlagern. Ja, ach komm, was soll's. So, M, Karte öffnen. Klicke auf Altar auf der Karte, um dich zu teleportieren. Aha, wo ist denn der Altar? Der hier. Dschungeleingang. Teleportiere mich mal. Alles klar, okay, das geht. Das heißt, wir haben auf jeden Fall auch eine Schnellreise. Ich weiß nicht, zieht das auch uns ein bisschen Zeit ab oder eher nicht? Ich glaube nicht, ne? So, jetzt sollen wir angeln. Erstmal nehmen wir die hier, dann Notiz hier. Wer Bock hat, kann gerne lesen. Wir können opfern. Also wir könnten hier Steine opfern. Und dann werden wir diese Nacht halt nicht angegriffen, aber die Frage ist, wie viele? Einen oder mehrere? Ich habe keine Ahnung. So, kann schneller verwendet werden. Bei Herstellung stellt LP wieder her. Okay. Warum rastet die Fee so aus? Ich meine, wir konnten die Fee auch füttern. Ah ja, warte mal. Hier. Hat sich schon mal ein Levelaufstieg.
Ist doch schon mal ganz gut. Attribute, aha, Fähigkeiten. Da können wir noch nichts machen. Nee. Aussehen, unwichtig. Weiß nicht, wie viel werde ich denn verbrauchen? Ein? Jetzt will ich einfach mal einen reinhauen. Okay, ich glaube, das hat 3 gekostet, egal. Ist schon in Ordnung. So, also, stell eine Angelrute an der Werkbank her, das machen wir. Dann wird jetzt erstmal geangelt. Dann behalten wir die Base hier erstmal. Wir haben hier noch ganz viele Palmen und so, also kein Problem. Angelrute. Da, wo ist sie denn? Hier bei Werkzeug. Hä? Ah nein, hier. Ups. Angel, wir brauchen Stoff, natürlich. Und Stoff habe ich überhaupt Fasern? Zum Glück ja. Das passt also gerade so noch. Angeln. Das ist schon mal ganz gut. Das ist doch schon mal gut, Leute. Jetzt mal den hier. Hauen wir jetzt einfach mal da rein. Ist unwichtig. Angel, her damit. Wir essen uns noch mal was. So. Drücke F in der Nähe vom Wasser zu angeln. Auch hier? Oder lieber an diesem Tümpel? Können wir auch ganz entspannt hier angeln? Ah ja. Fernung anpassen. Das geht irgendwie nicht. Hä? Ich kann es nicht bewegen. Mausrad geht auch nicht. Oh, das ist keine ideale Stelle. Nee, da müssen wir, glaube ich, da hinten hin. Ich glaube, wir müssen in den Dschungel. Ich glaube, zum Angeln müssen wir in den Dschungel gehen. Das Schöne ist, wir haben hier ganz viele Bäume, die wir auf jeden Fall später fällen können. Das heißt, an Holz mangelt es uns nicht, aber uns wird es wieder an. An Dingens im Mangel, ne? An Ästen. Es wird uns leider wieder an Ästen mangeln. Ist das Schwein auch wieder da? Stimmt, ne? Ist auch, ja, das ist wieder nachgespawnt. So, komm her. Er trifft mich trotz ernsthaft. Weg mit dir, was soll's. Unser Leben regeneriert ja trotzdem. Wir hauen uns mal was zu essen rein. So, hier sollen wir aber ohne Probleme angeln können, oder? Ah ja, okay. Das ist hier, funktioniert es. Ja, machen wir einfach mal. Zuschlagen. Und jetzt? Hä? Ziehen. Ah, okay, ich verstehe, ich verstehe. Nein. So ein Minigame. Alright. Nice. Fischgräte. Was? Ich habe nicht mal richtigen Fisch bekommen. Fischgräte nur. Nee, nee. Jetzt will ich aber einen richtigen Fisch haben. Ich kriege einfach nur Fischgeräten. Hä? Achso, ja klar. Ich bekomme einfach nur eiskalt Fischgeräten. So aber nicht. Bin ich an der falschen Stelle? Nein. Okay. Alright. Ja, damit. Komm, richtiger, bitte. Ein Kugelfisch, ja gut, damit kann ich leben. Alles klar, wir haben jetzt das erste Mal geangelt. So, stell ein kleines Feld an der Werkbank her. Stelle einen Holzgießkanne her. Gut, ich glaube, da müssen wir auf jeden Fall wieder ein bisschen hier Holz hacken erstmal vorher.
Das wäre nicht verkehrt. Aber warte mal, aber guck mal hier, die Pflanzen, die spawnen anscheinend auch mit der Zeit nach. Das heißt, Äste müssen dann auch bald kommen, ne? Ja, das wäre dann wieder gut. Wenn Äste nachspawnen, dann ist das kein Problem. Ich dachte, die bleiben für immer weg. Also wenn die schon mal nachwachsen. Okay, die kommen aber die Äste nicht, oder? Ah, doch, okay, gut. Oh, was ein Glück. Also diese großen Spawnflächen. Da auf jeden Fall ja. Sollte noch unbedingt die hier sammeln. Das sind ganz wichtige Spots, Leute. Die sollte man immer wieder mitnehmen. Und das Coole ist, dass wir diesmal nicht angegriffen werden. Das heißt, wir haben jetzt hier ganz entspannt heute. Das ist nur ein Seilhaufen. Hier ist so ein Futterhaufen. Ah, doch, hier ist ein Ast. Ich glaube, die spawnen, ne? Ich glaube, die spawnen nach. Das wäre mega gut. Bescheint so. Ich habe ein paar Äste gesammelt, auf jeden Fall. Dann ist ja gut. Ah, doch, hier ist auch wieder einer. Es kommt mir ganz so vor, dass die nachspawnen. Ja. Gut, gut, gut. Jetzt nicht in Ultramengen, aber ein bisschen. Dann kann man ja schon einiges anfangen. Dann können wir hier auch reparieren, alles entspannt, ganz in Ruhe machen. Warte mal, ein Feld. Ein kleines Feld an der Werkbank. Wo ist es denn? Fackel, bababam, wahrscheinlich hier, ne? Erde klein. Machen wir eins. Und dann die Gießkanne. Die Gießkanne haben wir hier. Aus Brettern, alles klar. Aber haben wir. Ich hatte auch ganz viel Holz gehabt, ne? Ah, doch, das hier drin. Okay, gut. Gut, 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 gut. Das fällt einmal, dann hauen wir das weg. Können wir uns mal eben essen. Die Angel packen wir erstmal hier rein. Die brauchen wir jetzt erstmal nicht. Von Piraten weggeworfene Fischgräten. Ja, super. Ich krieg den Müll. Ich bekomme nichts anderes außer dem Müll. So, wo ist das Feld? Ah, ja, hier, klar. Anbau. Ich würde sagen, das hauen wir ein bisschen weiter weg. Dünger. Warum ist hier nur eins? Ich habe noch zwei reingehauen. Na super. Halte Samen in der Hand und pflanze sie ein. Sie können doch was durch das Fangen von Eichhörnchen oder. Oh. Oder im Laden. Im Laden? Was für ein Laden? Aber sowas kann ich hier nicht reinhauen, ne? Nee. Warte mal, Samen. Was habe ich denn für Samen? Die hier. Ja, aber die können wir auch einfach in den Boden hauen, oder nicht? Ich glaube, das war jetzt nicht so gut. Kann ich den wieder abreißen? Alles klar. Ach! Ah, von den Setzlingen würden wir auch Äste kriegen. Aha. Aber warum kriegen wir nicht von den Großen wenigstens mal so zwei, drei Äste mit? Feld öffnen, Dünger. Hä, warte mal. Halte Samen in der Hand und pflanze sie in dein Beet. Samen können durch das Fangen von Eichhörnchen oder im Laden. Das heißt, es braucht bestimmte Samen. Sollte ich vielleicht ein Eichhörnchen erstmal weghauen? Aber wo ist denn ein Laden? Ist das hier ein Laden? Baron Defense Base. Aunt Hill. Nein, 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 nein. Weghauen. Die entferne ich den. Marker erstellen, Marker bewegen. Ich will die weghaben. Nein. Ah, hier, Delete. Delete und Delete. Also hier hätten wir auch nochmal einen Strand mit. Ka Ich will nur die Karte bewegen. Ja, wenn, dann könnte ich mir vorstellen, dass das hier der Shop ist, ne?
Wir laufen jetzt einfach mal in den Dschungel hinein. Wir laufen in den Dschungel, gucken, ob wir irgendwie ein Eichhörnchen kriegen. Kriegen wir auch irgendwie Samen? Nee. Anscheinend nicht. Oh, es gibt wieder auf ein paar Äste, das ist gut. Die sagen Eichhörnchen fangen, aber die meinen in Wirklichkeit ein Eichhörnchen umbringen. Zum Hasen. Ich sehe gar kein Tier. Hier gibt es auch ein paar Äste, sehr schön. Ist wieder nur ein Hase. Da. Was ist das für Samen? Kürbis. Aha. Wie sollen wir dann jetzt in diesen Laden gehen? Sollen wir da mal vorbeischauen? Mann. Nee. Können wir einfach mal hin, weil wir haben jetzt eh so oder so nicht mehr die Nacht vor uns. Oh, hier gibt es ganz viele Äste wieder. Oh ja. Das ist gut. Aber das ist so ein Riesenschwein. Ich glaube, das sollten wir dann lieber Abstand nehmen, ne? Sieht mir irgendwie nach einem Boss aus. Sollen wir es versuchen? Ich speichere mal. Ich speichere mal. So, wir löschen mal hier. Den überschreiben wir. Ich hoffe, das ist kein Fehler. Können wir uns auch hier vorbeischleichen? Retter. Okay, der tut uns nichts. Alles klar. Was ist denn hier mit? Ich habe Angst, dass ich Schaden kriege, wenn ich da reinlaufe. Alles klar, Schwein hat uns jetzt nichts getan. Das ist auch schon mal ganz cool. Hätte ich gedacht, der ist ultra aggressiv. Wer lesen will, kann lesen. Wer Bock hat, der hat Bock. Wer nicht, der nicht. Was ist denn das hier? Das sollten wir mitnehmen. Können wir nicht. Haben wir eine so schwache Picke? Aber warte mal, wir hatten doch mal... Oh, hier gibt es Erze. Ich hatte doch mal irgendwie Gold gefunden. So, warte mal, Snake Mountain. Nein. Ich hatte ja mal Gold gefunden, aber das haben wir jetzt leider verloren, weil wir da am Anfang diesen Kampf da vor uns hatten. Und den ja verschüsselt haben und dann ganz viel Kram auf einmal weg war. Hier sieht es einigermaßen friedlich aus. Da oben, oh, da sind Piraten, glaube ich. Aber wo ist der Laden? Ich habe ja gesagt, noch irgendwas von einem Laden. Das ist eine Höhle. Das sind Ameisen. Village, ich weiß nicht. Dass hier peaceful ist, ich weiß nicht. Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Sag nicht, das ist hier ein Boss oder so. Ich laufe mal ohne Waffe. Ist hier jemand? Irgendwie ist hier niemand. Könnt ihr Kram nehmen? Goldmünzen, oh. Ich hoffe, ich kriege hier keinen Stress oder so. Aber ich sehe auch keinen. Auf jeden Fall Goldmünzen. Was sehr gut ist. Aber wo ist dann dieser Shop? Ich dachte, das hier wäre der Shop.
Hier ist keiner da. Hier ist alles so riesig. Aber niemand da, Leute. Irgendwie ein bisschen seltsam. Aber das Schöne ist, wir können es ja zurück teleportieren. Dann können wir ja ein bisschen erstmal plündern. Können wir schlafen? Ne, das machen wir nicht. Wer lesen will, kann gerne lesen. Wer Bock hat. Alter, ist das viel. Ihr könnt dann ja Pause machen. Nehmen wir mal mit, warum nicht? Okay. Vielleicht steht auch in der Notiz, wann der kommt, ob der vielleicht abends da ist oder keine Ahnung. Scheint auf jeden Fall von einem Dude nur die Base zu sein. Jetzt denn hier lang. Mal, da ist doch jemand. Da ist doch jemand auf dem Turm. Warte mal, wir speichern nochmal. Irgendwie so das Gefühl, dass der Dude nicht friendly ist. Ah, der pennt da oder er ist tot. Er liegt da tot, das kann auch sein. Scheint mir so, als ob der da schläft. So, gehen wir nochmal hier runter. Gibt es ja noch mehr Kram, denke ich mal. Alter, der hat hier alles. Der hat hier absolut alles. Oder die anderen Piraten, die sind auch friendly. Das kann sein, dass nur die Monster abends unsere Gegner sind. Dass die sagen, jo, schön, dass du auch hier lebst. Solange du keinen Stress machst, ist alles cool. Kann ja sein, aber warte mal, guck mal, hier gibt es zum Beispiel auch so Zeugs. Also hier ist angebaut, so wollte ich das sagen. Müsste man doch bestimmt hier Samen kaufen können, oder? Ich meine, wir haben jetzt welche. Ist nur die Frage, können wir zu dem hoch? Wir haben auf jeden Fall sehr viel Münzen. Nein, 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 nicht schlafen. No, 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 no. Bitte nicht. Die sind voll. Jetzt nicht mehr. Okay, sind ein paar Fischis. Aber wie ist der da hochgekommen? Wir haben mal ein paar Samen gefunden für Kohl und so ein Zeugs. Ist hier gar kein Leiter. Wie ist er denn da hoch? Ich würde ihn gerne mal besuchen, den Kollege. Ich könnte sonst allerhöchstens von da oben drauf jumpen. Was sind das hier noch? Sauberflasche, Wasser. Habe ich irgendwas? Ach komm, hier. Ist hier was? Zerlegen. Kohle. Ja, super. Zerlegen. Nochmal Kohle. Und da liegt Öl, Süßigkeiten. Alles klar. Wir haben sehr viel Geld. Wir haben auf jeden Fall schon mal sehr viel Geld. Das hat sich auf jeden Fall schon mal hier gelohnt, der Ausflug. Ich versuche jetzt nochmal irgendwie, ob wir zu denen da drauf springen können. Der sitzt da ja, der Kollege. Der ist ja ganz entspannt am Sitzen. Oder tot. Ich weiß es nicht. Ich kann es irgendwie schlecht beurteilen von hier. Wir machen nochmal Speichern, falls ich runterspringe und sterbe. Na super. Okay. Machen Sie jetzt nochmal. Schon mal irgendwie hier Wasser, leere Flasche hier. Okay, also ohne Anlauf am besten springen. Das war ein bisschen zu viel des Guten. Aber hier ist so ruhig, ne?
Hier ist es irgendwie ultra ruhig. Warte mal, hier ist ja noch ein Behälter. Ah, warte mal. Alter. Ich werde reich, ohne irgendwas gemacht zu haben. So, Kollege. Nächster Versuch. Nein, es ist ja nicht gesprungen. Okay, Cut. Wir sehen uns gleich wieder. So, neuer Versuch, neues Glück. Ah, das wäre fast wieder in die Hose gegangen. So. Ja. Aha. Ach, der ist tot. Der ist tot, aber. Was das cool ist, wir können uns den Bogen nehmen. Die Armbrust, meine ich. Essen wir jetzt einfach mal. Zack. Haben wir noch irgendwas, was. Komm, essen wir auch einmal. Ist das hier? Trockenfleisch. Nicht zerlegt werden, dann weg damit. Das scheint ja nur Müll zu sein. Inventar ist voll. Essen wir kurz die Beeren auf. Ja, das ist geil. Dann haben wir schon mal was Cooles gefunden. Die Geräte können hier stehen, liegen bleiben. Alles klar. Der Mann ist friedlich. Oder pennt der? Nee, oder? Warte mal, wo ist die Armbrust? Jetzt bin ich blind. Ach, da ist hier. Kann ich irgendwie in die Hocke gehen? Ja. Nö, der sieht, ist friedlich, irgendwie friedlich hier eingeschlafen, ne? Also friedlich gestorben, keine Ahnung. Alles klar, ich habe auf jeden Fall eine nette Armbrust. Warte mal, wie viel Schaden macht die? Boah, 10 ist gut, ne? Das ist gar nicht mal schlecht. Das wäre ganz gut, für die Wutz. Alles klar. Dann haben wir schon mal ein cooles Upgrade. Können wir uns auch hier importen? Ach klar, wir können sogar in die Base rein teleportieren. Nicht schlecht. Gar nicht mal schlecht. Wir haben jetzt noch mal ganz viel Kram. Wir können die Base upgraden, aber ich wollte eigentlich woanders die Base bauen. Jetzt halten wir uns doch hier auf. Kann der erstmal hier rein. Ja, wir brauchen mehr Kisten. Klar, wir können den Kram auch reinhauen. Wir machen jetzt erstmal. Pflanzen jetzt erstmal Kürbis. Will es mal testen. Oh ja. Nicht schlecht. Da hinten. Aha. So, und da müssen wir gießen. So, stelle deine Rüstungswerkung her und platziere sie. Das machen wir doch gerne. Das machen wir doch gerne. Das geht doch gut voran. Aber das machen wir nicht in dieser Folge, Leute, sondern in der nächsten. Wenn es euch gefallen hat, wie immer bewerten und auch das Kommentieren nicht vergessen. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns zur nächsten Folge wieder.